ChatGPT kann die Entwicklung von Online-Kursen unterstützen, indem es hilft, sowohl den Inhalt als auch die Struktur des Kurses zu entwerfen, wobei es die individuellen Lernstile und Teilnehmer berücksichtigt. Dabei ist es ein wertvolles Werkzeug, das den menschlichen Input ergänzt und nicht ersetzt. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Würst, Trainer und Fachbuchautor und unterstütze Unternehmen, Institutionen und Bildungsorganisationen, ihre Arbeit im Bereich der Erwachsenenbildung zu professionalisieren. In diesem Podcast spreche ich mit kompetenten Gästen über innovative Formen der Bildungsarbeit. Du gewinnst wertvolle Hinweise und Inputs rund um das Thema didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode in der Reihe Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Heute bei mir auf Besuch ist Andreas Hacklinger. Hallo Andreas, schön, dass du mit dabei bist. Hallo Ivo, schön, dass ich bei dir im Podcast sein darf. Andreas, du bist vom Hintergrund Diplom-Informatiker, ehemaliger Hochschuldozent, Gründer einer eigenen Beratungsfirma für Online-Bildungsangebote und erfahrener ChatGPT-Trainer, der heute mit seiner Familie auf einer Mittelmeerinsel, genauer gesagt auf Zypern, lebt. Erzähl uns etwas aus deinem Leben. Ja, Ivo, sehr gerne. Ich bin glücklich verheiratet und habe zwei Kinder, einen Buben und ein Mädchen. Und ich liebe es, zu lernen und entsprechend das Wissen weiterzugeben. Und insgesamt möchte ich eben viel Zeit auch mit meiner Familie verbringen, weil ich einen langen Kinderwunsch hatte. Und ich freue mich jetzt, dass ich aufgrund der aktuellen Technologie, wie zum Beispiel im Remote Working oder ChatGPT oder KI-Technologien, das entsprechende so verwirklichen kann. Und freue mich, heute über das Thema ChatGPT mit dir zu sprechen. Andreas, wir haben entschieden, den Fokus auf das Thema, wie erstelle ich einen Online-Kurs mit ChatGPT zu legen. Mit ChatGPT meinen wir ein KI-Tool von OpenAI, welches im November 2022 veröffentlicht wurde und inzwischen in aller Munde ist. Gib uns zuerst eine Einordnung, damit wir hier gut loslegen können. Warum KI, warum ChatGPT und dies im Kontext der Erwachsenenbildung? Ja, sehr gerne. Also KI und ChatGPT haben das Potenzial, die Erwachsenenbildung zu revolutionieren, indem sie individuelle Lernerfahrungen ermöglichen, die Skalierbarkeit erhöhen und rund um die Uhr verfügbar sind. Das sind einfach Dinge, die wir Menschen einfach nicht leisten können. Darüber hinaus können sie wertvolle, datenbasierte Einblicke liefern und effektivere Lehr- und entsprechend auch Lernstrategien entwickeln. Wie bist du selber dazu gekommen, Andreas, ChatGPT für die Erstellung von Online-Kursen zu nutzen? Eine klassische Vorgehensweise könnte ja einfach sein, erstens Zielgruppenanalyse, zweitens Definition der Lernziele, drittens Inhaltsbestimmung, viertens methodisches Vorgehen und fünftens schließlich Wissensüberprüfung und ganz am Schluss Evaluation des ganzen Paketes. Ja, insgesamt ist es wichtig, beim Thema KI finde ich das Rad nicht neu zu erfinden, also die bestehenden Konzepte schon auch mit einfließen zu lassen. Und hier ist es ja so, dass du mit ChatGPT überlegen solltest, welche Schritte können dich unterstützen? Also wo hast du bislang vielleicht auch Herausforderungen gehabt? Wo hast du persönliche Schwächen? Wie kannst du mithilfe dieses Tools entsprechend schauen, dass du bessere Arbeit für dich oder entsprechend auch für deinen Kunden liefern kannst? Lass uns hier einen Moment ein bisschen ins Detail gehen. Mich würde interessieren, von dir zu hören, ganz konkret, wie wir KI nutzen können, um beispielsweise technische Hürden bei der Entwicklung von einem Online-Kurs zu überwinden. Und bei technischen Hürden denke ich insbesondere an die Inhaltserstellung oder vielleicht auch an Blockaden, die auftauchen können, wenn wir die inhaltliche Struktur für einen solchen Online-Kurs entwickeln möchten. Ja, sehr gerne. Also ChatGPT kann die Entwicklung von Online-Kursen unterstützen, indem es hilft, sowohl den Inhalt als auch die Struktur des Kurses zu entwerfen, wobei es die individuellen Lernstile und Teilnehmer berücksichtigt. Dabei ist es ein wertvolles Werkzeug, das den menschlichen Input ergänzt und nicht ersetzt, indem es zeitaufwendige Aufgaben automatisiert und neue kreative Möglichkeiten eröffnet. Es ist einfach ein Tool, was bei der Erstellung von Online-Kursen meiner Meinung nach nicht fehlen darf. Du sagst, dass es den menschlichen Input ergänzt, das heißt quasi wie so eine zusätzliche
ziemlich kluge Assistenz oder arbeitseifrige Assistenz. Und weißt du, ich habe ja selber auch schon Erfahrungen mit der Konzeption von Online-Kursangeboten gesammelt, konkret bei der Publikation von meinem dritten Fachbuch, Mini-Handbuch Didaktische Reduktion beim Belz Verlag im Februar 2022. Dort habe ich auf den Zeitpunkt der Buchpublikation hin einen Prototypenkurs, der allerdings nur 10 Minuten dauert, zum Thema didaktische Reduktion bei der EdTech-Firma Gometas in Basel produziert. Und dieser Kurs läuft auch weiterhin auf meiner Webseite bei Education Minds. Aber ich möchte von dir gerne hören, so ein typischer Prozess für die Kursentwicklung mit ChatGPT, mit deinen Kunden, wie sieht der aus? Wie gestaltest du diese Zusammenarbeit? Ja, das Ganze kann man sich so vorstellen. Also der Prozess der Kursentwicklung mit ChatGPT beinhaltet zum einen die Zielsetzung, dann das Brainstorming und die Strukturierung des Kurses. Dann geht's weiter mit der Erstellung der Inhalten, dann eine entsprechende menschliche Überprüfung und Anpassung. Also merkst schon, es ist mir wichtig zu betonen, dass man immer auch entsprechend nochmal als Mensch auf den Kurs, auf die Inhalte draufschaut. Dann die Implementierung und kontinuierliche Verbesserung ist natürlich auch sehr wichtig und gegeben mit ChatGPT. Und man kann halt einfach die zeitaufwendigen Aufgaben automatisieren. Und es bietet einfach eine vielfältige Möglichkeit für die Gestaltung an unterschiedlichen Lerntypen. Also man kann das ganze Konzept so gestalten, dass ich vielleicht auch eher Audio oder Video erzeuge und so auch unterschiedliche Lerntypen eben abhole. Dabei kann ich eben die Inhalte schneller anpassen, als es mit den herkömmlichen Möglichkeiten der Fall wäre. Du hast jetzt besonders die Vorteile für Bildungsfachleute, die ein solches Online-Angebot mit ChatGPT entwickeln möchten, betont. Und ich stelle mir vor, so im Unterschied zur klassischen Lehrgangskonzeption, dass es da auch noch spezifische Vorteile für die Lernenden, die Teilnehmenden beim Online-Kurs selber geben könnte. Weil, weißt du, eine Erfahrung von mir aus den letzten paar Monaten mit ChatGPT ist ja insbesondere, es kommt auf die Qualität des Eingabebefehls an. Mehr oder weniger bessere Ergebnisse erzielen wir, wenn dieser Eingabebefehl einfach präziser und klarer formuliert ist. Und hier würde ich gerne deine Einschätzung hören. Wie gelingt es uns, dass eben auch die Lernerfahrung, die Nutzererfahrung der Teilnehmer an so einem Online-Kurs tatsächlich besser werden, dank ChatGPT im Hintergrund? Ja, sehr gerne. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass es eben möglich ist, unterschiedliche entsprechende Lernstile zu unterstützen. Und ChatGPT kann vielfältige Lernstile berücksichtigen. Und dabei helfen verschiedene Lernstile in den Formaten und Methoden der Vermittlung von Informationen zu erzeugen. Und dies könnte beinhalten, wie zum Beispiel jetzt Texte, um mal Beispiele zu liefern, aber auch Quizfragen, dann interaktive Übungen. Da kann man sich natürlich auch vorstellen, dass man noch weitere Tools nutzt, neben ChatGPT, also zum Videoerzeugen oder eben auch vielleicht für Audioinhalte. Und dass man eben auch schaut, dass man die Diskussionsthemen mit reinnimmt, dass man eben auch sich von ChatGPT vorschlagen lässt, was könnte ich denn jetzt zum Beispiel hier zur Diskussion anregen. Das heißt quasi die künstliche Intelligenz auch als Ideengenerator und als Multiplikationsmaschine, um eben einen breiteren Blick auf das Thema zu werfen. Das ist ein interessanter Ansatz und weißt du, zur Vorbereitung vom Gespräch heute habe ich mich natürlich auch auf deinem LinkedIn-Profil umgesehen und dort die Aussage gelesen, mit ChatGPT und mir an deiner Seite wird die Technik zum Freund und die Inhaltserstellung zum Vergnügen. Hast du beobachtet, dass so Bildungsfachleute damit eine Herausforderung haben? Weil ich stelle mir vor, die Bedürfnisse sind ja sehr unterschiedlich. Kommt beispielsweise jemand, der im Bereich pferdegestütztes Training und Leadership-Trainings für Führungskräfte anbietet, zu dir, der hat vielleicht ganz andere Bedürfnisse als beispielsweise ich selber, der als Trainer im Bereich didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung unterwegs ist. Ja, da können wir froh sein, dass wir eben Menschen sind. Und da kommt es eben sehr stark auf die Zusammenarbeit und Kommunikation an, dass man da eben darauf reagieren kann. Und um das sicherzustellen, werde ich entsprechend mit den Trainern und Coaches so zusammenarbeiten, dass ich auch wirklich die spezifischen Ziele dann erfasse und die Anforderungen, um das Ganze zu verstehen. Und ich nutze dann aber auch natürlich die Anpassungsfähigkeit von ChatGPT, um auf die individuellen Ziele und Anforderungen einzugehen. Und mit ChatGPT kann man halt wirklich die individuellen und zielgerichteten Lösungen dann erstellen.
Und das Ganze ist ja soweit wie, ich komme ja ursprünglich aus der IT, dass so ein iterativer Prozess eigentlich ganz normal, dass man die Dinge eben dann Stück für Stück noch weiter verbessert und dann nochmal mit dem Ergebnis, was man schon hatte, nochmal hergeht und die Dinge dann eben nochmal verbessert, bis man dann letztendlich dann zufrieden ist. Und das schaue ich eben auch, dass ich das mit meinen Kunden so mache, dass ich ihnen das auch mitgebe, dass sie dann mit diesem Handwerkszeug auch weiter zukünftig eben noch arbeiten können. Das ist ein interessanter Vorgang und ich wende das inzwischen auch selber oft an, dass ich ein Zwischenergebnisse nochmal in einem neuen Chat bei ChatGPT eingebe und dann die KI quasi frage, gib mir eine kritische Rückmeldung zu dieser Struktur. Und da kriege ich manchmal richtig gute Feedbacks, die mir wieder weiterhelfen. Ich würde an dieser Stelle gerne bei dir nachfragen, gibt es irgendein aktuelles Beispiel, wo dieser ChatGPT beim Kursdesign zum Einsatz gekommen ist? Ein Beispiel, über das du im Moment berichten kannst. Ja, gerne, Ivo. Du warst ja bei mir selber Teilnehmer und du kannst ja eigentlich auch gerne erzählen, wie der Kurs Online-Kurse revolutionieren mit ChatGPT war und wie das für dich als Teilnehmer letztendlich gelaufen ist, weil den Kurs selber habe ich natürlich auch mit ChatGPT unterstützend erstellt. Und dieser Kurs hilft eben dann bei der Erstellung und Vermarktung von Online-Kursen mit Zusammenspiel mit ChatGPT. Ja, das mache ich gerne. Komm, ich erzähle über diese Kurserfahrung. Das war ein vierteiliger Kurs mit Teilnehmern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und in diesem Kurs haben wir in diesen Präsenzseminaren laufend Vorgehensweisen und Möglichkeiten für die Generierung von Ideen ausgetauscht, für eine passende Strukturierung. Dazu gab es schließlich auch Online-Materiale, die auch bei der Inhaltserstellung und bei der Vermarktung weiterhalfen. Im Prinzip war es ein Hands-on-Kurs und für mich war der Lehrgang sehr lehrreich und eben auch der Austausch mit diesen Pionierinnen in unserer Gruppe und mit dir als Kursleiter. Ja, wenn jemand Interesse hat am Kurs, kann ich natürlich auch gerne dazu Infos dann noch weiterleiten oder ich überlege eben auch nochmal einen neuen Kurs zu starten, dann auch mit individueller Begleitung. Andreas, ein Problem mit all diesen Online-Kursen ist ja, dass es Hinweise aus der Forschung und zum Teil auch von den Plattformanbietern selber gibt, dass über 90% der Online-Kurse zwar gestartet, aber nie beendet werden. Das heißt, typischerweise fangen Menschen mit einem Kurs an, aber nach dem ersten oder zweiten Kapitel lassen sie es und kehren nie mehr zurück. Wie gehst du vor, um mit ChatGPT Inhalte zu generieren, die tatsächlich die Aufmerksamkeit der Teilnehmenden auf sich ziehen und dadurch schließlich auch zu weniger Abbrüchen führen? Ja, ich habe vorhin schon gesagt, ich lerne auch gerne und habe natürlich auch selber schon andere Online-Kurse belegt. Von daher weiß ich, wie das ist und möchte mich da nicht ausnehmen, dass ich auch schon mal einen angefangen habe und dann nicht abgeschlossen habe. Aber um die Aufmerksamkeit der Teilnehmer aufrechtzuerhalten und die Kursabbrüche zu verringern, nutze ich ChatGPT, um interaktive und ansprechende Inhalte zu erstellen, die auf die Interessen und Bedürfnisse der Lernenden zugeschnitten sind. Zudem fördere ich den Community-Gedanken und stelle Begleitung zur Verfügung, indem ich ChatGPT nutze, um Diskussionen anzuregen, entsprechend auch Feedback zu geben und die Lernenden auf ihrem Weg durch den Kurs zu unterstützen. Du bringst dir noch diesen Community-Gedanken ein. Den finde ich sehr interessant, der ist mir selber auch wichtig. Und beispielsweise gibt es ja diese Online-Lernplattform Maven, die diesen Ansatz propagiert und sie nennen es dort auf Englisch Cohort-Based Learning. Das heißt mit einem fixen Zeitplan, synchron und eben diesem Lernen in einer motivierten Gemeinschaft. Diese Tage habe ich mich mit Felix Schmidt ausgetauscht, das ist der Gründer von Everlearn, einer Lernplattform hier aus der Schweiz, und habe mit ihm ein Podcastgespräch aufgezeichnet und er ist jetzt jemand aus meinem Netzwerk, der tatsächlich bei Maven einen ersten Online-Kurs aufgeschaltet hat, der exakt nach diesem Prinzip funktioniert. Andreas, wie stehst du zum Thema Lerngemeinschaft? Ja, genau, Ivo. Also das Cohort-Based Learning ist sehr spannend, so wie die Plattform Maven das entsprechend nutzt. Und es fördert die Motivation und das Engagement der Lernenden durch die entsprechenden sozialen Interaktionen und Zusammenarbeit. Also in diesem Kontext kann natürlich ChatGPT auch als zusätzliches Werkzeug dienen, um die Interaktion zu fördern, Diskussionen anzuregen und die Lernenden während des gesamten Kurses zu unterstützen.
Lass uns noch einen kritischen Blick an dieser Stelle auf unser heutiges Thema Online-Kurse mit ChatGPT erstellen werfen. Andreas, wie gehst du mit der Kritik um, dass die Nutzung von KI bei der Erstellung von Online-Kursen den menschlichen Aspekt vermissen lässt? Ja, abhängig davon, wie wir mit ChatGPT arbeiten, den generierten Text nicht zu 100% eins zu eins übernehmen. Das ist ja entsprechend ein Punkt, was man dann entgegenhalten kann. Und wir müssen ja sozusagen nicht mit allem Material arbeiten. Und insbesondere dann für Videotexte und der eigenen Sprache und Persönlichkeit kann man das entsprechend Videotexte anpassen oder eben auch bei den ChatGPT-Prompts dann schauen oder dafür sorgen, dass man eben die eigene Persönlichkeit ein bisschen mehr mit reinbringt. Bei unserer Podcast-Reihe Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung, sind ja viele Bildungsfachleute unter den Zuhörenden mit dabei. Gibt es aus deiner Sicht spezielle Anforderungen oder Fähigkeiten, die Trainer, Kursleitende, Dozierende oder auch Fachleute, die in der betrieblichen Bildungsarbeit unterwegs sind, haben müssen, um ChatGPT und KI effektiv für die Erstellung von Online-Kursen einsetzen zu können? Ja, die gibt es. Ich habe mir da soweit eben viermal rausgesucht. Also um ChatGPT effektiv für die Erstellung von Online-Kursen zu nutzen, sind vier Schlüsselbereiche wichtig. Ein Grundverständnis von KI-Modellen, die Fähigkeit zur Erstellung effektiver Eingabeaufforderungen, also darüber hatten wir vorhin schon gesprochen, letztendlich das Prompt-Engineering, also wie erstelle ich gute Prompts. Dann die Qualitätskontrollfähigkeit, also dass ich wirklich auch überprüfen kann, ist der erzeugte Text auch wirklich, entspricht es meinen Qualitätsansprüchen. Und die Anpassung an sich schnell entwickelten Technologien, also dass man veränderungsbereit ist und entsprechend schnell darauf reagiert. Also diese Fähigkeiten sind alle erlernbar und es gibt viele Ressourcen, die dabei unterstützen können. Und natürlich kann ich auch gerne dabei unterstützen. Mir kommt hier so das Stichwort Growth Mindset in Erinnerung. Ich habe diese Tage mit der Beatrice Kuster ein zweites Podcastgespräch aufgezeichnet, wo sie eben diesen Wachstumsdenken-Gedanken einbringt. Und ich glaube eben, bei diesen schnellen Veränderungen, die sich gerade abzeichnen, dieser Dynamik, ist das ein sehr wertvoller Ansatz. Andreas, ich möchte mit dir noch einen Moment über Video austauschen. Und der Grund ist, ich selber erfahre das bei der Kurserstellung immer als eine der ganz großen Herausforderungen, Videos zu produzieren. Welche Rolle spielt hier ChatGPT, wenn es darum geht, eine Konzeption von einer Aufnahme oder einer Bearbeitung von Videos auf den Weg zu bringen? Ja, sehr gerne. Also ChatGPT kann natürlich auch bei der Erstellung von Skripten und Präsentationen für Videolektionen helfen und liefert auch Ideen für Grafiken oder entsprechende interaktive Elemente. Und das verbessert letztendlich den eigenen Lernerfolg, also dass du selber schneller deine Materialien erstellen kannst. Aber natürlich liefert es dann bessere Ergebnisse für deine Teilnehmer. Und das kann eben dazu führen, dass du den ganzen Prozess von der Videoerstellung vereinfachst und beschleunigst. Bei dir im Kurs haben wir ja auch die Möglichkeit besprochen, dass es inzwischen so Anwendungen gibt, wo man quasi einige Aufnahmen oder Fotos von sich als Mensch liefert und daraus eine Art Avatar baut. Und wenn es nur darum geht, den Kopf und den Mund abzubilden, sind die Ergebnisse da schon ziemlich überzeugend. Das heißt, man muss dann nicht zwingend alle Videoaufnahmen 1:1 als Mensch machen, sondern kann für bestimmte einfache Sequenzen vielleicht auch diesen Avatar einbauen. Hast du hier noch einen Gedanken dazu? Ist das die Zukunftsmusik? Ja, es muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, ob er weiterhin dann eigenständig in die Kamera sprechen will oder ob er soweit eben die neue Technologie dann einsetzt, wo man letztendlich ja schon auch selber zu sehen ist. Aber ja, die Zukunft für die Online-Kursentwicklung mit KI bleibt weiter spannend und auch ist halt sehr vielversprechend, was man damit alles machen kann. KI kann personalisierte Lernerfahrungen schaffen, das Lernen interaktiver gestalten und die Effizienz der Kursentwicklung steigern. Zukünftig wird es wahrscheinlich eher so ein produktiveren Zusammenspiel kommen zwischen eben der Maschine und dem Menschen. Und in dem Fall möchte ich wirklich noch sagen, dass ich sehr spannend finde, was sich dort auch tun wird. Da würde ich individuell und personalisierter die entsprechenden Daten und aufbereitete Materialien zur Verfügung zu stellen. Also dass man sich mal vorstellen kann, wow, da ist eine Person, die sagt, ich bin so und so und dann gibt es einen eigenen Online-Kurs, nur speziell eben individuell für diese Personen.
ist schon finde ich, ein Hammer, wenn man sich das vorstellt, was da zukünftig dann gegebenenfalls alles möglich sein wird. Ja, das ist eine interessante Perspektive, diese zunehmende Individualisierung und sehr persönliche Lernpfade. Andreas, ich fasse an dieser Stelle mal kurz zusammen, was ich aus dem heutigen Gespräch mir notieren konnte. Ich habe aufgeschrieben, Punkt 1, ChatGPT ist gekommen, um zu bleiben. Wir müssen es jetzt nicht täglich vor dem Frühstück einsetzen, aber uns als Bildungsfachleute damit beschäftigen unbedingt. Denn als Hochschuldezentin, als Lehrperson, als Berufsbildnerin müssen wir uns klar sein, die Lernenden und Studierenden werden diese Möglichkeit jetzt laufend aktiv einsetzen, nicht einfach zum Schummeln, sondern wirklich auch zum Lernen. Zweitens habe ich mir aufgeschrieben, die KI ist so eine Art wie ein Schweizer Taschenmesser. Wir können KI zum Beispiel in Form von ChatGPT für eine Vielfalt von Situationen anwenden. Du hast uns ein paar Beispiele dazu geliefert und in völlig neuen Anwendungsbereichen tatsächlich Zeit sparen und bessere Ergebnisse erzielen. Schließlich drittens, damit wir mit diesen neuen Werkzeugen klug arbeiten können, müssen wir wie immer im Leben dranbleiben. ChatGPT hilft einen Sparringspartner zu finden, um die Arbeit fortzusetzen und auch produktiv abzuschließen. Fehlt etwas aus deiner Sicht? Gibt es Ergänzungen? Also ich denke, Ivo, du hast die Hauptpunkte unseres Gesprächs sehr gut zusammengefasst. Ich würde nur hinzufügen, dass es auch wichtig ist zu betonen, dass KI und ChatGPT zwei leistungsstarke Werkzeuge sind, aber sie sind genau das eben Werkzeuge. Sie sind dazu da, uns zu unterstützen und unsere Fähigkeiten zu erweitern, aber sie ersetzen nicht die menschliche Expertise und unser Urteilsvermögen. Es wird immer wichtiger sein, die von KI erzeugten Inhalte zu überprüfen und entsprechend zu kuratieren, um sicherzustellen, dass sie den hohen Qualitätsstandards entsprechen, die wir in der Bildung anstreben. Daher ist es eine sorgfältige Ausbildung und entsprechende Vorbereitung notwendig dafür, um diese Werkzeuge effektiv einsetzen zu können. Andreas, vielen Dank für diese Präzisierung und wie immer an dieser Stelle die Frage, wo kann man dich erreichen? Wie kann man sich mit dir verbinden? Ja, meine Webseite ist hacklinger.biz, also B-I-Z. Und da findet ihr soweit alle Infos über mich und ich freue mich auch über eine Kontaktanfrage auf LinkedIn. Es gibt nicht so viele Hacklinger, also Andreas Hacklinger, einfach eingeben muss. Ein Andreas Hacklinger ist sogar einmalig. Und da freue ich mich auch auf LinkedIn entsprechend auf die Anfragen. Wunderbar, Andreas. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch und ich wünsche dir und deiner Familie auf Zypern weiterhin alles Gute. Danke dir, Ivo. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes. Ich freue mich, dich auch in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann, dein Gastgeber Ivo Würst.